Guten Tag, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Mario 64 DS. Wir haben das letzte Mal The Man gerettet. Machen jetzt hier noch ein bisschen für einen Bausparer anlegen. Mit den Finanzexperten, synchronisiert von Charles Martinet. Okay, da komme ich nicht dran. Denn normalerweise befindet sich da drin ein hohes Geldaufkommen, welches nicht meiner eigenen entspricht. Aber dennoch ist empfehlenswert, ist sich dieses zu eigen zu machen. Da der eigentliche Besitzer allerdings vorausschauend handelt und spart, hat er das eben sein lassen. Diese Gelder öffentlich zur Schau zu stellen und stattdessen massive Ziegelblöcke aufzubauen. Okay. Komm. Hierher. So, hast du davon, Opfer. So, haben wir hier drin noch irgendwas an Geldern? Ja, ein bisschen. Ich meine, es sind ja nur 10 Münzen jetzt gewesen. Ey. Wixer. 30, 31. Und da haben wir auch nochmal einen. So, jetzt könnte ich natürlich drüben noch das Auge machen. Allerdings werde ich eh wahrscheinlich einmal runterfallen. Oh, die Cap ist jetzt woanders? Naja, soll mir recht sein. Kommst du mal her, bitte? Und zack, darüber. Die Karte verändert sich doch manchmal, je nachdem wie ich hochspringe. Okay, dann grasen wir hier mal die Buhus ab. Vorausgesetzt, sie tauchen auf. Das ist ja mir das Wichtigste. Okay. Es sind welche da. Ja, mir soll es recht sein. Ich brauche die Luigi-Mütze gerade nicht. Und du noch. So, jetzt haben wir 71. Und du kannst gerne am Leben bleiben. Wenn du das nicht eh schon tust. So, hier drunter ist der Sternenstalt. Genau. Lern mal sprechen, Junge. Der Sternenschalter. Und den können wir nur mit Wario aktivieren, weil nur er diese Blöcke zerhauen kann. Schauen wir mal, ob wir heute noch die 50 voll kriegen. Das wäre nämlich voll Togo. Okay. Und Klingeling. Ja, jetzt wüsste ich natürlich auch gerne, wo jetzt die Luigi Cap ist. Auch wenn ich die eigentlich gar nicht... Ach, da hinten. Okay. Die wird von Buhu zu Buhu weitergereicht. So, der Stuhl da, der wischt mich nett. So, und rein in die Bücher. So, du erwischt mich nicht. Da war anscheinend leider kein Buch drin. So, rote Münzen, sagen wir, Halbzeit. Hey, du Wixer. Uff. So, danke, weil ich möchte die Captain nicht haben. Okay, jetzt ist sie da hinten wieder. Und komme ich jetzt hier mit so einem gediegenen Seitwärtssalto-Wandsprung hoch? Naja, theoretisch. Aber nicht praktisch, leider. Und da sehe ich auch schon, wir haben es ja eigentlich schon, die 100-Münz-Aufgabe so gut wie fertig. Aber auch nur so gut wie. So, Bibliothek können wir auslassen. Weil da war keine.
Zack. Here we go. So, ein Stern. Ich wollte nicht speichern. Mann. Ich habe doch extra runtergedrückt. Na schön. Okay, eine ist da in der Mitte. War hier noch eine? Nee. Aber hier waren mal zwei. Betonung liegt auf Waren. Wareneingang und Warenausgang, meine lieben Freunde. Nun denn. So, wie kommen wir an den... Uff. Das ist nicht cool. So. Da haben wir die siebte. Und wo ist die achte? Die ist hier oben in der Mitte. Und jetzt müssen wir einfach nur mit dem Luftballon Mario noch darüber fliegen. Schön, 44. Also jetzt ist draußen ganz schön finster dafür, dass es gerade mal 18 Uhr sein soll. Okay. Jetzt schauen wir mal. Okay, es ist nur noch der Stern übrig. Das heißt also, wir können zum ersten Bowser gehen. Geil. Gut, also dann gehen wir jetzt das erste Mal Bowser verdreschen. Denn wir können, glaube ich, wirklich nichts weiter machen, außer wir nutzen irgendwelche Glitches und das wollte ich nicht. Ein Stern explodiert, um die Tür zu öffnen. Frag nicht, wieso. So, wir können ihn jetzt hier drin in diesem Loch begegnen. Ah, okay, Texte interessieren mich eh nicht. Wir müssen allerdings zwei Sterne hier sammeln. Und zwar einmal die altbekannten 8 roten Münzen. Und einmal einen Sternschalter. So, und für den ersten, ob das jetzt so groß zeitsparend ist, weiß ich halt leider nicht. Aber ich weiß, dass ich mir einen Rückweg spare. Und nun geht es hier auf das... Okay. Ah ja, das habe ich noch nicht gesagt. Wenn man Y eine kurze Zeit lang gedrückt hält, dann rennt Mario einfach los. Man muss auch Y die ganze Zeit gedrückt halten, um überhaupt zu rennen. Aber, könnte Schlimmeres geben, wie zum Beispiel, ach, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Soll ich lieber ein paar witzige Sätze sagen? Nein? Na gut, wie wär's damit? Drücke A, um zu springen. Uiuiuiui. Schaffen wir es eventuell first try. Ja, ich glaube, wir schaffen es sogar wirklich im ersten Anlauf. Zumindest die roten Münzen, bitte. So, du kannst auch noch weg, Kumpel. So. Yeah. Dann nehmen wir auch noch diese zwei Leben hier mit. Und spawnen den Stern da hinten. Und das ist der Bob-Omb, der uns Infos gibt, wo sich die roten Münzen befinden. Denn man sollte eigentlich zu jenem Zeitpunkt, wenn man hier halt oben ist,
entweder 7 oder 8 oder 6 zumindest haben. So, leider funktioniert hier dieser Dreisprung-Trick nicht. Oh mein Gott. So, Stern 45. Ich will gerade nicht speichern. So. Nein! Okay. Gut, dann laufe ich da nochmal schnell hoch. Wobei, warte mal, ich könnte das euch sogar eh kürzer machen. Denn die roten Münzen habe ich ja bereits. Die roten Münzen habe ich. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mit Ballon Mario einmal so schräg drüber fliegen. Genau, und dann hier landen. Cool. Nein, nicht runter. No Touchdown. No Touchdown. So, geht doch, Alter. So, jetzt ist der Sternenschalter an. So. Nein. Nein, nein. Oh, toll, Alter. Toll, Alter, das muss doch nicht sein. Mama mia, ich wollte eigentlich jetzt schon Bowser verdroschen haben. Aber gut, dann einfach nochmal schnell hier ein bisschen A dreschen. Den B-Knopf verdreschen. Mit A kannst du ja nicht springen hier. Egal wie du die Steuerung umstellst. Und ja, dann einmal hier rüber. Komm, hopp. So, dann einmal hier. Und boom, Baby. 46 Sterne. Oh mein Gott, im Moment nicht. Okay, hier rüber. Und nun treten wir einem alten Bekannten entgegen, nämlich dem dicken Bowser. Und hier sind zu viele Stachelkugeln, die mit Sprengstoff gefüllt sind. So, also. Hier möchte hier unser Echsenkönig hier, dass wir ihn mithilfe des Dingenskirchen, des Touchscreens quasi fertig machen. Aber da ich mir eben für sowas auch das D-Pad auf den Analogstick meines Gamepads gestellt habe. Ach komm. Okay, dann drehen wir noch mal eine Runde. Boom. Und damit bist du tot. Ah, du bist doch so gemein. Ich verzieh mich in den Keller. Ah, schade. Man kann diesen Trick, wie er damals in der japanischen Original-ROM von Mario 64 möglich war, nicht nachmachen. Schade. Okay. Wir haben wieder was geschafft. Und damit können wir jetzt in den Keller gehen. Und ich würde da am liebsten erst einmal mit Yoshi runter. Und dann müssten wir mal nachschauen,
Wir haben dann Zugang zu drei Welten. Eigentlich vier. Aber die eine, da kommen wir auch nur mit Mario erst einmal hin. Und ich habe erst einmal lieber Yoshi hier als den universellen Mützenträger. Und zack. Klack. Und dann schauen wir mal, was hier stand. Mario ist weggerannt, als stünde seine Box in Flammen. Ich kümmere mich nicht um Würstchen wie euch. Bringt mir Mario. Also die roten Türen sagen immer was anderes, wenn man nicht gerade mit Mario da ist. So, da hinten ist nix. Es wird hier später eh noch eine Verfolgungsjagd geben, eine kleine, aber gut. Und das da hinten kann ich mir eigentlich auch noch sparen, solange ich jetzt mit diesen anderen Gestalten unterwegs bin. Hi. So, hier haben wir den ersten Toad mit Stern. Und das heißt, wir kriegen einen wieder völlig derart unspektakulären Stern in unsere Finger. Und deswegen speichere ich auch nicht, sondern gehe hier rein in die giftgrüne Grotte. Oder in die grüne Giftgrotte. Ein Monster in der Höhle. Im Originalen klettere auf Nessies Rücken. So. Ich glaube, man könnte hier... Also, rein theoretisch müsste das, ja, eigentlich machbar sein. Okay. Hier gäbe es jetzt einen Stern für Wario, den wir allerdings auch auf andere Art und Weise bekommen können. Denn, habe ich eigentlich schon gezeigt, was passiert, wenn Yoshi eine Blume frisst. Yoshi verschlingt seine Gegner und hat nun Sodbrennen. Mit Hilfe der Powerblume kann er Feuer spucken. Drücke. Ja, okay. Und dazu das Geiste-Theme von der Dingenskirchen. Von der Metallkappe. Schade, dass es das so nicht im Original in Mario 64 gibt. So, und ihr seht schon, da drüben, Nessie trägt eine Wario-Mütze. Warum hast du dich nicht in Wario verwandelt, Kumpel? Das ist mir allerdings auch jetzt gerade sowas von Wurst. Nein. So, und damit sind wir Wario. Und damit müssten wir jetzt eigentlich auf die Insel schwimmen und den Felsbrocken zerstören. Aber ich mache erst einmal was anderes, denn leider spawnt nur in dem Kapitel die Wario-Mütze fest. Allerdings können wir dadurch einen Stern auch schon mal im Voraus kriegen, wodurch wir dann, glaube ich, sogar in der Lage sind, die grüne Giftgrotte zu 100% abzuschließen. Uiuiui. Ja, ihr merkt schon, Wario ist... hat die Power. Agathe Power, Alter. Die Powerblume hat Wario in eine metallene Kampfmaschine verwandelt. In diesem Zustand kann er unter Wasser laufen. Probiere es aus. Und außerdem kann er sagen, I am invincible. Invincible. So, schaffe ich das? Yo. So, wenn jetzt noch bitte eine Spinne kommen würde. So, Nessie trägt wieder die Mütze. Das ist gut. Dann ist sie wieder da, wo sie hingehört. So. Und nun, meine lieben Freunde, schaue ich zu, dass ich irgendwie noch auf die Schnelle zwei weitere Sterne bekomme. Der eine ist auch sehr leicht, dazu brauche ich die Mario-Mütze. Das war dumm, ich brauche die Mario-Mütze, glaube ich, gar nicht. Wobei... Ja, warte mal, je nachdem... Ob das möglich...
ist, was ich vorhabe. Nee, ist es nicht. Okay. Nun gut, dann stürzen wir uns nochmal rein ins Vergnügen, allerdings diesmal mit The Man. In diesem Level ist ja eigentlich die grüne Giftgrotte mit drin, ne? Allerdings, nicht die grüne Giftgrotte, der grüne Scheiterpalast. Oh nein, nein, nein! Kann ich hier mit Luigi? Schade, leider nein. Okay, dann halt nicht. So. Um hier mit Wario weit zu kommen, also um hier den Stern zu bekommen, brauche ich Wario. Und jedes Mal wieder das erste Kapitel anwählen mit der Wario Cap runter. Ist auch nicht so das Wahre, wenn ihr mich fragt. Deswegen komme ich dann einfach dementsprechend später nochmal mit Wario. Aber es ist rein theoretisch wirklich möglich. Denn eine Wario-Cap ist gegeben, rein theoretisch. Zwar auch nur für ein Kapitel eigentlich, aber das ist im Grunde genommen Jacke wie Hose. Und ja, zack, da drin ist der 49. Stern, den wir einsammeln werden. Schaffen wir noch einen? Bestimmt, bestimmt. Hick, Score. Zack. Hoch hinaus für 8 rote Münzen. Ich nehme Luigi jetzt dieses Mal. Ach, Geschmarre, die Wario Cap ist die ganze Zeit verfügbar. Was rede ich denn da? Das hätte ich echt. Moment mal, aber. Okay. Nein. Au, 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 au. Wahrscheinlich, weil man Wario für so viele Missionen hier braucht, ist er ständig verfügbar. Okay. Wobei, hatte ich jetzt das. Hatte ich jetzt das dritte Kapitel? Nee. So, komm. Dann tun wir mal was gegen deinen Sod brennen. Ui, war das ein Lag. Das war ein heftiger Lag. Ich hoffe, Wario kann so weit springen. Weil er kann sehr beschissen springen. Vorsichtig. Wunderbar. Zack. So. Und hier ist nun der Maxi-Pilz, mit dem wir uns nun diese Felsen hier vorknöpfen können. Nein! Alter, hier geht ständig Siri an. So. 50 ist eine schöne Zahl, damit können wir für heute Schluss machen. Himmel, Herrgott, noch eins. Steinschlag. Jo, du hast 50 Powersteine gefunden, damit kannst du die Tür im zweiten Stock öffnen. Bowser kommt immer näher. Hii, aber bevor du auf den Weg machst. Ja, da gehe ich aber beim nächsten Mal rein. Wir haben noch einiges zu tun in der grünen Giftgrotte und bei den anderen Dingern. Und ich sage, schön gemacht, das war's, morgen ist nichts mehr. Ciao.